Hallo und herzlich willkommen heute zu Let's Play Armored Warfare mit einem Panzer, der wieder mal durch seine Kanone überzeugen dürfte, und zwar der XM8. Sieht aus wie hier, ist natürlich schon voll ausgebaut, deswegen auch hier diese Zusatzpanzerungen, die man hier an den Seiten sieht. Und kann man auch hier ganz gut sehen, das ist diese Level 3 Panzerung. Wir können ja mal nochmal zum Standard gehen, dann sieht man ganz gut, wie sich das Ganze hier verändert. Das ist übrigens auch nach wie vor eines der schönen Sachen, die Armored Warfare hat, dass man wirklich auch direkt sieht, was sich am Panzer verändert. So, jetzt sind wir natürlich auch gespannt, was hier zum Leichtpanzer so gesagt wird. Der XM8 wurde in den USA als Ersatz für den M551 Sheridan konzipiert. Der leichte Panzer sollte ursprünglich 1996 in Produktion gehen, was jedoch durch die vorzeitige Einstellung des Programms vereitelt wurde. Also ja, den Panzer so gesehen nicht vorhanden. Schaden 504, Durchschlag 515, Schaden pro Minute 4466, Trefferpunkte hat er doch ganze 2300, also da sollte ich doch ein bisschen mit arbeiten können. Natürlich Leichtpanzer, eher weniger Panzerung, dafür eine gute Mobilität, auch der Sprint von 0 auf 32 km/h in unter 3 Sekunden, sehr solide. Die Ortung, naja, die Zielerfassung dafür wieder etwas besser. Ja, ich denke, wir sollten einfach mal loslegen, schauen, wie er so performt, und wir spielen natürlich wieder eine Runde PvE auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Die Operation Durchbruch. Die PLM dachte sich, sie könnte die Ölraffinerie im Nahen Osten einnehmen, erobere sie zurück und halte sie, bis Verstärkung eintrifft. Ja, das klingt doch nach einem Job für uns. Und hier dieses Mal im Vergleich zum letzten Mal sollte ich mich ein bisschen mehr auch auf die Nebenmission stürzen. Deswegen werde ich da auch ein bisschen den Fokus drauf haben. Das habe ich letztes Mal einfach verschwitzt, gebe ich ganz ehrlich zu. Und da ich ja hier wirklich einen der schnellsten Panzer habe, sollte ich da mich auch drum kümmern. Also von dem her, heute ist es Ehrensache. Da schaue ich mal vorbei. Ich glaube, ich fahre auch gleich mal zu dem einen darüber. Die VBA hat uns überraschend angegriffen und die Raffinerie erobert. Ihr werdet uns helfen, sie zurückzugewinnen. Weil nicht, dass es wieder hier Klagen gibt. Erlangt die VBA Kontrolle über die Ölpreise. Die VBA scheint einen Notfallplan gehabt zu haben und versucht mit den Vorräten die Vordertür herein. So, zack. Einen habe ich schon. Bin ja ein Braver. Ja, Explosion, zack. Das interessiert mich alles nicht so wirklich. So, und hier dürften eigentlich auch gleich die Gegner aufploppen. Identifizieren. Ja, dachte ich mir doch. Wir wurden getroffen. Der Abrams. Identifizieren. Wir haben uns erwischt. Naja, der macht natürlich jetzt Schaden an mir und ich brauche eigentlich so meine Verstärkung. Da sollte da mal nachrücken. Ziel identifizieren. Wir haben uns ordentlich und man sieht, ich bekomme hier wirklich auf die Mütze. Deswegen werde ich mir jetzt versuchen, da nicht der zu sein, der hier immer die ganze Zeit im Fokus der Gegner ist. Sondern hier der Leo, der hat eine deutlich bessere Panzerung als ich. Und ich kann aber trotzdem weiterhin schön wirken. So soll es sein. Jetzt habe ich gerade E gedrückt. Naja. Never mind. So, jetzt konzentrieren sie sich alle auf den Leo. Auch ich weiß nicht, was der Ramka da hinten macht. Also der ist da ganz schön fail. So. Also jetzt gerade wirklich ein Schützenfest. Ein Potpourri an Schaden so gesehen. Ah, ich muss wieder zum Leo rüber. Dass dem geholfen wird. Wir haben was abgekriegt. Ah, jetzt sieht man, jetzt habe ich wieder die Aufmerksamkeit. Und ich kann halt wirklich einfach nicht so viel einstecken. Hab noch lediglich 700 Hitpoints, also der Ramka da hinten, der weiß ich nicht, was der da macht.
So ein spaßiges Gerät. Und ich muss gleich mein Pack nehmen, dass ich wieder hier über Hitpoints verfüge, was ich eigentlich jetzt nicht so angestrebt hatte, das zu nutzen. Na, dachte, das geht. Ging wohl nicht. So. Also bisher kann ich zwar schon Schaden machen, aber das ist halt alles zu Lasten der Hitpoints, gell? Identifizieren. Oh, oh, oh. Nee, 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 geh weg. Danke. Identifizieren. So, auf den Merkaba. Arti hält rein. Gut so. Ach, ja, ich nehme mal lieber jetzt das Set. Weil ich brauche einfach die Hitpoints. Der Ramka kommt jetzt vor. Ist auch echt Zeit. Weil wir einfach die Hitpoints brauchen vom Team. Das ist essentiell, dass jeder so die reinstellt und so ein bisschen seinen Hitpoint-Pool abgibt. Ist zwar teuer, dieses Set zu nutzen, aber wie gesagt, lieber das als gar nichts. Erstmal mache ich die Panzer weg, bevor ich jetzt hier auf die Missionsziele gehe, weil da ist einfach der größte Bedarf da, dass ich die erstmal weg habe, um dass die nicht wieder auf mich schießen. So, jetzt sind auch die Missionsziele, da hat der Ramka sich drum gekümmert. Und Stand jetzt hätte ich das Ding noch gar nicht gebraucht, das Set zu nutzen. Aber wie gesagt, sicher ist sicher. So, ich muss mich jetzt hier mal so ein bisschen verpieseln. Modul zerstört. Jetzt hoffe ich, dass der Schaden von hinten reinkommt. Weil ich biete mich jetzt natürlich hier auch als Ziel an. So ist es ja nicht. Sehr gut, der ist zerstört. So, und jetzt hier lustiges Modulschießen betreiben. Jetzt kommt der Ariel von links, also von seiner Seite. Da macht er hoffentlich jetzt den Schaden auf den. Zumindest bekomme ich mal keinen Damage. Das ist schon mal sympathisch. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich weiter hier in die Seite reinfahren. Gut, schwarze Kompanie. Ihr seid auf Position. Wartet auf Luftunterstützung. Feind nähert sich. Oh, Feind nähert sich. Brauche ich natürlich gar nicht, gell? Noch so ein Dicker. Aber läuft bisher ganz vernünftiger. Mittlerweile war ich dann doch sehr froh über das genutzte Pack. Weil jetzt wäre ich definitiv schon lange zerstört. Aber vom Schaden her läuft es wirklich sensationell. Ich glaube, ich konnte auch einiges aufdecken. Also die Runde unterm Strich sollte sehr solide sein. Alles andere würde mich wundern. Und wir haben sie jetzt erobert. Da bin ich froh über jeden Punkt, den ich dazu beitragen konnte. Also ich glaube, die Runde sollte gut gelaufen sein. Bin ich schon sehr gespannt, was die Endauswertung jetzt dazu sagt.
Und gib mir den Blue Star Pick. Ja, sehr gut. Da habe ich mir den Blue Star geholt. Also habe hier wirklich da die höchste Reputation mir verdient. Den Schützen habe ich geholt und auch noch Teamwork, weil keiner gestorben ist. Habe einen Schaden von knapp 18.000 gemacht. Dazu noch fast 10.500 Speerschaden, 19 Panzer erspäht und bin hier, auch wenn es knapp war, aber auf den ersten Platz gerutscht. Also ich habe mich wirklich fleißig hervorgetan. Ohne Premium waren es 32.000, mit Premium wären es 80.000 gewesen. Und wie gesagt, dazu natürlich das Feldreparaturset. Also hätte ich das nicht genutzt, ohne Premium dann 50.000. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute mit dem XM8. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.